Mein Name ist Christoph Eschweiler, ich bin Berater bei der CePro Industrie und ich möchte Ihnen heute eine Funktion in der S/4HANA Cloud zeigen. Und zwar die Möglichkeit, über die Materialbelegübersicht sich eigene Apps und Filterungen anlegen zu können. Dazu öffnen wir die Übersicht der Materialbelege. Und wenn ich jetzt beispielsweise die Warenbewegungsarten zusätzlich filtern möchte, habe ich die Möglichkeit, über Filter anpassen, mir genau diesen Filter noch hinzuzufügen. Den sieht man dann oben in der Leiste. Und hier kann ich mir dann beispielsweise die Wareneingänge, Warenbewegungsart 101 einblenden, das Ganze mit einem Belegdatum oder einem Intervall versehen und habe eine übersichtliche Liste, die mir dargestellt wird. Wenn ich auf eine Zeile klicke, dann öffnet sich der jeweilige Materialbeleg. Hier hat man dann die Standardfunktion. Ich kann den stornieren, wenn ich es möchte, was man vorher über die MIGO gemacht hat auch. Ich habe aber auch die Möglichkeit, eben verwandte Apps zu öffnen. Das heißt, ich kann von hier aus auch in die Materialbewegung oder in die Warenbewegungsanalyse springen. Ich sehe meine Materialbelegposition und ganz schön auch grafisch dargestellt den jeweiligen Prozessablauf. Hier kann man auch beispielsweise bei dem Einkaufsbeleg auf das jeweilige Element klicken und habe auch dann die Möglichkeit, mir weitere Links, also Absprünge und Navigationsabsichten zu anderen Apps eben zuzuordnen. Wenn ich die Liste mir so konfiguriert habe, wie ich es möchte, kann ich auf diesem Teilen-Symbol sagen, ich möchte sie gerne als Kachel sichern. Das hat den Vorteil, ich gebe hier Untertitel, Titel ein, eine kleine Beschreibung, die hilfreich ist und kann es dann in eine entsprechende Gruppe hinterlegen, sodass ich dann eben eine individualisierte Kachel mit meiner Filterung habe, die ich regelmäßig benutze. Ich bekomme einen Hinweis an der Erfolgsmeldung, dass die Kachel angelegt wurde. Zusätzlich dazu hat man die Möglichkeit, die Filterung als View, als eigenen View hier entsprechend als Ansicht abzusichern. Dazu gebe ich einfach eine Beschreibung ein. Das Ganze kann man auch öffentlich zugänglich machen, dass dann die Kolleginnen und Kollegen, die die entsprechende Berechtigung haben, natürlich auch Zugriff darauf haben. Und diesen View kann ich dann jederzeit wieder aufrufen. Auf der Startseite sieht man jetzt eben entsprechend diese Kachel, KPI-basiert natürlich. Es werden mir 19 Materialbelege angezeigt. Klickt man drauf, entspricht das auch genau der Anzahl an Materialbelegen, die in der Liste vorhanden sind. Weitere Videos finden Sie hier auf unserem Kanal.